Komm, mach eine Attacke, dass ich wegrollen kann, dass ich mich heilen kann. Okay, heilen. Nein, nein. Warum? Trink. Wuschelattacke. Und. Ich krieg das nicht hin. Das ganz einfach nicht hin. Trink. Ja, 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 ja. So. Jetzt hau die doofe Pfote zu Klumpen. Ich muss unbedingt heilen. Ein Trank nur noch. Gib ihm, gib ihm, gib ihm den doofen Hund. Ja, ja, ja. Mach deine Rollattacke, ist okay. Ja, Buschel, Buschel. Vier Schläge noch. Drei Schläge noch. Was machst du da? Zwei Schläge noch. Und gib ihm. Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Mann. Sif tot. Was für ein Krampf. Also Menschlichkeit, Seele, Heimgeknochen, Knochen vom Hund. Haha. Und ein Bund des Artorias. Was bist du? Ermöglicht Abgrundschreiten. Was? Dieser Ring symbolisiert den Bund des Ritter Artorias mit den Bestien des Abgrunds. Genau wie Artorias ist ein Träger in der Lage, den Abgrund zu durchschreiten. Was ist der Abgrund? Ich ziehe ihn mal an, einfach nur, falls wir ihn brauchen. Hornissenring. Ganz schön viele Ringe hier. Verstärkt kritische Angriffe. Hm. Seelenhaufen. Ja, wir haben jetzt einen blauen Schuh in der Statusanzeige. Hm, das ist komisch. Was ist der Abgrund? Also für mich wäre der Abgrund das dunkle Gebiet unten. Beim Grab der Riesen. Das ist für mich ein Abgrund. Ich denke, das ist nicht gemeint. Wir werden jetzt irgendwo über Luft laufen können oder so. Nur wo? Fällt mir jetzt so ad hoc nichts ein. Hm. Da geht's wieder zurück. Ich guck mich gleich mal hier in der Nähe um. Achso, das Schwert. Können wir jetzt hier irgendwas anklicken? Wo ist das Schwert von dem Hund? Weg. Die Bestien des Abgrunds werden ihn in Ruhe lassen. Sif war eine Bestie des Abgrunds. Es war ein verdammter Hund und... Moment mal. Ich hätte schwören können, ich habe gerade einen Knurren gehört. Oh Mann, nö. Hm. Nö, gut. Also raus. Gucken wir, was hier noch in der Nähe ist. Ob vielleicht jetzt irgendwo von der Klippe uns stürzen können und das Ganze überleben. Das habe ich ja schon mal versucht im Asylum. Das hat da nicht so wirklich toll funktioniert. Hier ist ein Abgrund. Ich denke nicht, dass das damit gemeint ist. Hm. Na gut, der wird dann erstmal im Inventar bleiben, solange bis ich irgendwas sehe, was mich an den Ring erinnert.
Also wirklich irgend so eine Plattform, die offensichtlich irgendwo hinführt, aber dann ist da nichts. Hatten wir sowas schon irgendwo? Boah, es gibt so viele Gebiete hier mit so vielen Stellen. Oder lassen die Katzen uns jetzt in Ruhe? Das wäre ganz schön mau. Aber ja, wir kriegen einen Ring von einem Hund und dafür lassen uns die Katzen in Ruhe. Das wäre auch irgendwie lustig. Aber ich denke mal eher nicht, ne? Lebt ihr noch, Katzen? Hallo, Pilz. Katzen sind weg. Hier war jetzt Drachental, ne? Ja. Das ist das auch ein Abgrund, oder werden wir auch sterben? Da geht's irgendwo hin runter. Wir sind noch gar nicht im Drachental, ne? Nee. Wir sind jetzt nur auf dem Weg zurück zu dem Wald, wo die normalen Bäume waren. Aber die Bäume hier waren stärker, richtig? Ja. Hallo Baum. Das hättest du nicht überleben sollen. Übrigens 100 Seelen. Also das hier sind auch keine Bestien des Abgrunds, sonst würden sie mich in Ruhe lassen. Blut. Ah, lila Moosklumpen, weiße Blume, alles super. Hier wäre so eine Stelle. Aber ich bin irgendwie nicht so wirklich auf die Quatsch motiviert, hier jetzt runterzuspringen. Ich hoffe mal, es kommt eine Cutscene. Man muss nicht wirklich selber springen. Da unten ist auch noch ein Wald. Ich glaube, das ist der Wald, wo wir diese komischen Froschmanta-flachen Dinger geschüttelt haben. Hinter dem lebenden Baum. Aber keine Ahnung. So, da oben sind noch mehr Bäume. Ich gehe mal hier am Abhang lang. Vielleicht wird hier irgendwo irgendwas getriggert. Weg. Nom, nom, nom. Ja, 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 ja. Oh oh, weg, 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 weg. Trink die letzte Flasche. Weil Bäume uns zu viel Schaden gemacht haben. Das ist doch echt mau. Ja, nee. Oh, hier sind noch mal Bäume. Lauf mal ein wenig weg. Heil dich. So. Und dann knüppel wenigstens einen davon erstmal weg. Dann knüppelst du den anderen und dann bist du tot. Jo. Was für ein Dickicht. Heilung. Das ist ein Dickicht, wo nicht mehr Bäume durchkommen, ne? Das ist sehr ulkig. Heilung. Ja, Bäume bleibt mal schön da hinten. Wir gucken uns hier um, ob hier irgendwo der Ring brauchbar ist. Und ich hätte mir den Heimkehrknochen auf den Quickslot legen sollen. Ich glaube, hier war nur der eine Geist mit dem tollen Bogen und der Mütze. Ja, okay. Ausrüstung. Ach, haben wir sogar. Und das da ist der Turm mit der Katze drin. Und da ist das große Tor. Und dich töte ich jetzt. So. Da hinten hatten wir abgekürzt auf dem Weg von der Hydra aus. Also nö. Nichts wirklich Neues. Och, Minno. Geh einfach nur kaputt. Lass uns zum Leuchtfeuer und dann suchen wir uns irgendein neues Ziel, was nicht der Lava-Dämon ist. Wobei, was fällt mir da jetzt noch so ein? Ah, Sens Festung. Was? Klingt. Okay. Ja, da können wir mal durchgucken. Müsste auch gut Seelen geben. Allerdings würde ich vorher ganz gerne
Stufenaufstieg machen. Ein. Was hätten wir denn gerne? Wir hätten gerne... mehr Wille? Nee. Wir hätten gerne mehr Stärke. Jo. Und dann würden wir gerne... teleportieren. Überlegen. Also, Sens Festung klingt gut. Dazu müssen wir wieder zum Schmied. Können wir eigentlich von hier aus auch hinlaufen. Arnor Londo selbst. Waren da noch Bosse? Da war noch ein Demotitanit in der Kirche, aber das ist, ne? Wir haben noch nicht so viel, man Demotitanit braucht zum Aufstufen, soweit ich weiß. Kleine Prinzessin nicht, Tochter der Chaos, da ist der Lava-Dämon. Das ist, Gemeinde der Untoten, da ist der Schmied eigentlich. In der Welt ist noch so eine komische Frau. Ich weiß nicht, ob man die töten musste. Warte mal ganz kurz. Ich gehe mal ganz kurz zur Urschlange. Dann hätte ich gerne mal die Liste von den Namen. Nicht darunter. Nicht nach Neulondo. Hallo Pyromant. Was? Hallo? sollte ich jetzt hauen? No, no, I'm fine. I'm fine. Well and wide awake. Do not treat me like an old withering snake. Okay. Hast doch mal gut gegangen. Könnten wir jetzt bitte reden? Da, okay. Ich bräuchte Namen von Leuten, die ich töten soll. Ja, ich bräuchte den Namen nochmal. Nein. Er gibt mir den Namen nicht. Gut. Ich weiß, es waren die zerschlagenen Splitter von Gwyn, die in Neulondo sind. Ich weiß, es war... es war Nito, der ist tot. Und dann war es noch ein Drache ohne Schuppen. Ab wo auch immer der ist. Das ist doof. Das ist einfach nur doof. Na gut, schluck uns runter. Jop, jop, jop. Wenn wir hier unten mit dir reden, sagst du uns dann vielleicht nochmal die Namen? Das sieht so albern aus. Nee, aber hier hat das Ganze ein schönes Echo. Ah, ich kann im Herrscher... nee, kann ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich kann beim Herrschergefäß einfach genau gucken im Inventar, aber es ist nicht mehr im Inventar. Aufsteigen... nö. Na gut, machen wir jetzt mal eine kleine Pause. Und danach gucken wir, wo wir weitermachen. Nito war machbar. Der Feuerdämon komischerweise nicht so wirklich. Da muss ich nochmal gucken. Ob wir uns da nicht doch nochmal ranwagen und versuchen, das Ganze ein bisschen konstruktiver, analytischer anzugehen. Und sonst würde ich aber eigentlich ganz gerne gucken, wo die ganzen anderen Sachen sind. Ich will sie nicht unbedingt gleich töten. Ich will einfach nur gucken, welche Wege uns momentan noch offen stehen. Oh ja, das müssen wir dann gleich gucken. Also bis dann.